Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu meinem heutigen Reading für den kommenden Vollmond am 21.03., der im Zeichen der Waage stattfinden wird. Er fällt außerdem zusammen mit dem Äquinox, also der Tages- und Nachtgleiche, was hier sehr schön auch zu dem Sternzeichen Waage passt. Es geht um Ausgewogenheit und es geht wirklich nochmal darum, das Alte auszureinigen. Ja, das hat auch das Reading ergeben. Letzte Anhaftungen, letzte Verstrickungen dürfen nun wirklich gelöst werden, damit wir befreit in den Frühling starten können. Außerdem haben wir vom 20. bis 29.03. auch noch einige Portaltage am Stück. Also die Energien sind hochtransformatorisch und ich habe speziell jetzt in diesem Reading gefragt, welche Botschaften bringt, welche Energien bringt dieser Mond mit sich für dich, ja, wenn du dieses Video jetzt schaust. Also das heißt, ob du es jetzt zufällig gefunden hast oder ob du meinen Kanal schon länger verfolgst, dieses Reading könnte für dich ein paar wichtige Botschaften haben, wenn du nach ein paar Minuten spürst, du gehst damit in Resonanz. Ja, fühl also gut in dich hinein und entscheide selber, ja, kann ich was damit anfangen? Oder du merkst ein paar Minuten später, dass du damit nicht in Resonanz gehst, dass die Botschaften diesmal nicht für dich bestimmt sind. Dann ist es aber auch gar nicht schlimm. Dann passt vielleicht das nächste Reading wieder besser zu deiner Energie. Ja, meine Lieben, ich habe diese Legeform angelehnt ans keltische Kreuz verwendet, die ihr aus meinen Seelenpartner-Readings kennt, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt. Und ich habe eine Meditation über der Legung gemacht. Für die Hauptlegung habe ich das Rider-Waite-Tarot verwendet. Und dann im Anschluss habe ich noch um eine Klärungskarte zur Gesamtenergie aus dem Tarot-Deck Feuer, Herz und Flügelschwert gebeten. Und da lag auch eine sehr interessante Karte an der Unterseite des Decks, die ich euch auch zeigen möchte. Dann legen wir los. Wir kommen zur Gesamtenergie. Im keltischen Kreuz ist es ja so, dass ich um eine Hauptenergie, in diesem Fall jetzt für den Vollmond, gebeten habe. Und da fielen die 8 Schwerter. Dann bittet man um eine Klärungskarte zur Gesamtenergie und da haben wir den Pagen der Stäbe. Was ich sofort wahrnehme zu diesen beiden Karten, es gibt vielleicht in deinem Leben etwas, was dich noch gefangen hält. Ja? Die 8 Schwerter zeigen ja sehr deutlich, diese Frau, die hier die Augenbinde trägt, die ist gefesselt, ja, die steht hier in diesem Halbkreis von Schwertern. Im Tarot stehen die Schwerter für Gedanken. Das heißt, die macht sich eigentlich durch ihre Gedanken ihr Leben schwer. Ja, so könnte man es vielleicht betrachten. Es ist nicht so, dass diese Frau nicht die Möglichkeit hätte, sich aus dieser Situation zu befreien. Aber diese Karte hat auch ein bisschen was von dieser Opferhaltung. Ja, sie steht da mit gesenktem Haupt. Ja, sie tut nichts, um sich zu befreien. Und hier kommt der Page der Stäbe dazu. Ja, der eigentlich fast so, wie soll ich sagen, einen Schubser ihr geben möchte und möchte sagen, hey, du kannst dich befreien. Das sind deine Gedanken, die dich hier gefangen halten. Es ist Zeit für dich, dich aufzumachen auf einen neuen Weg. Ja, also der Page der Stäbe, das ist ja wirklich ein gewitztes Kerlchen, der ist neugierig auf das Leben, der ist auch wagemutig, der sagt sich, was kostet die Welt, ich gehe jetzt einfach los, ich lasse diesen ganzen Gedankenmüll hier, der mich noch gefangen hält, lasse ich jetzt einfach hinter mir. Und ich finde es auch sehr schön, wie die Karten in der Position liegen, weil du siehst, der Page der Stäbe bewegt sich weg von dieser Energie, ja, und hier kommt es mir vor, als hätte diese Situation auch mit einem Selbstwertthema zu tun, denn ich möchte euch gleich mal zeigen, das passt nämlich sehr schön, an der Unterseite des Decks lag nämlich die Königin der Münzen, also das zeigt mir in Verbindung mit diesen beiden Karten, dass es sein könnte, dass du dich noch immer in einer Situation befindest, in der dein Selbstwert immer wieder untergraben wird. Ja? Entweder es gibt jemanden in deinem Leben, der dir hier immer wieder Selbstwertthemen triggert. Bei vielen war es jetzt so, ja, gerade in den letzten paar Wochen kamen wirklich nochmal
alte Trigger hoch, ja? Da sind Dinge passiert im Außen, die nochmal diese Urwunde des Ich bin nicht gut genug, ja, angetriggert haben. Und deswegen ging es auch vielen von euch jetzt in den letzten Wochen gar nicht so gut, weil man hat ja auch irgendwann mal salopp ausgedrückt die Nase voll, ja, immer wieder diese alten Themen serviert zu bekommen und immer wieder darauf hingewiesen zu werden, oh, ich bin immer noch nicht so weit, wirklich für mich einzustehen, wirklich zu verinnerlichen, ich habe doch nur das Beste verdient. Denn gerade wenn wir es mit dem Thema Liebe zu tun haben, wenn es jemanden gibt, der da immer wieder alte Knöpfe drückt, ja, ist es wirklich sehr, sehr schwer, so stabil zu werden, dass man dann wirklich darüber steht und sagt, nö, mich triggert da nichts mehr. Denn gerade bei sehr tiefen Verbindungen, vielleicht auch Seelenverbindungen, hat der andere einfach die Möglichkeit, mit bestimmten Dingen, mit bestimmtem Verhalten immer wieder diese alten Knöpfe zu drücken. Und die werden letztendlich so lange gedrückt, ja, ja, ich würde fast sagen, bis der Ton verstummt, ja, bis er drücken kann, aber dann passiert nichts mehr. Und das war jetzt eben der Fall und dazu passt ja auch sehr schön hier diese Karte. Ich fragte ja, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht so aus den letzten Tagen? Und da fehlen die 7 Kelche, ja, das ist die Karte für Illusion. Also es scheint hier tatsächlich nochmal was geschehen zu sein, was dir ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ja, dass du eben noch nicht all deine Kelche tatsächlich mit dieser bedingungslosen Selbstliebe und Selbstwertschätzung gefüllt hast. Das passt wundervoll hier, ja, zu diesen 8 Schwertern. Denn gerade wenn unsere Knöpfe gedrückt werden, ja, und wir nochmal erkennen, hoppla, da dachte ich, ich bin schon weiter, bringt es uns nochmal in diesen Zustand der 8 Schwerter, ja, da sind wir nochmal kurzzeitig wirklich in einer niedriger schwingenden Energie und fragen uns, ob die Arbeit an uns, die wir leisten, tatsächlich irgendwann Früchte bringen wird. Und dann erbitte ich ja hier eine Botschaft deiner Seele, ja, und wundervoll bringt die Seele die Welt, ja. Das heißt, in deinem Innersten weißt du bereits, dass es für dich darum geht, jetzt, und zwar jetzt, ich meine nicht in 4 Wochen und nicht in 2 Jahren, sondern jetzt, mit Hilfe dieser Vollmondenergie, einen Zyklus deines Lebens abzuschließen. Schielt schon mal hierauf, der Tod, den habe ich bekommen auf die Frage, was bringt dir die Vollmondenergie im Hinblick auf den neuen Mondzyklus? Ja, das verheißt, dass du es schaffst. Also, deine Seele weiß ganz genau, was deine Aufgabe ist, ja, und zwar diesen Zustand jetzt ein für alle Mal zu beenden. Viele von euch haben es schon geschafft, ja, ich lese es immer aus den Kommentaren heraus, es zeigen auch die persönlichen Readings. Viele von euch sind wirklich so weit und haben den Zyklus vollendet. Aber wie ihr wisst, in meinen allgemeinen Videos, ja, bitte ich ja immer um Botschaften für die Gruppe in unserer Seelenfamilie, die diese Botschaften am dringendsten braucht. Und ich nehme schon wahr, dass ich diese Legung jetzt heute speziell an diejenigen unter euch richtet, ja, die es eben noch nicht geschafft haben, letzte Maßnahmen zu ergreifen, um einen Zyklus zu beenden, der immer wieder Last in euer Leben bringt. Denn so seht ihr es auch, ja. Hier an der Position frage ich ja, wie siehst du das Ganze? Und da bringt das Tarot die 10 Stäbe. Diese Karte ja zeigt ja sehr schön, dass du weißt, dass dieser Zustand, in dem du dich vielleicht noch befindest, einfach eine Last für dich bedeutet. Und gerade in der Liebe ist es ja so, ja, wenn wir immer wieder alte Kreisläufe durchlaufen, wenn wir immer wieder einer Illusion unterliegen, ja, indem wir denken, es wird doch sich was ändern, es wird doch besser oder vielleicht habe ich mich doch getäuscht oder vielleicht sollte ich mich doch nochmal auf irgendwas einlassen. Und dann werden wir immer wieder enttäuscht und immer wieder fallen wir wieder zurück.
dann ist es einfach an der Zeit, und dafür stehen ja die Zehnerkarten im Tarot, diese Last zu beenden, ja, und besser könnte es ja gar nicht hier zur Welt passen. Es ist Zeit, meine Lieben, und dieser Vollmond, der ist gewaltig, ja, mit dem Äquinox, mit der Tages- und Nachtgleiche. Es möchte Balance in dein Leben finden. Dieser Mann hier hat keine Balance in sich, in seinem Leben. Der schleppt an seiner Last. Der schaut in seine Stäbe. Der ist sich ganz bewusst, ja, was er hier mit sich herumschleppt. Aber deine Seele weiß um deine Aufgabe. Es ist Zeit, dieses Thema abzulegen, diese Verbindung aufzugeben, oder aber auch innerhalb einer Beziehung, innerhalb einer Verbindung einen bestimmten Zyklus zu beenden. Ja? Gerade diejenigen unter euch, die sich in der Seelenpartnerschaft befinden, sind ja dann immer sehr aufgebracht, wenn ich sage, ja, etwas zum Abschluss bringen, ja, dann lese ich immer in den Kommentaren, man kann sich von einem Seelenpartner nicht trennen und. Das ist alles richtig, ja, wenn es sich bei dir tatsächlich um eine Dual- oder Zwillingsseelenverbindung handelt, also eine Verbindung, die mehr oder weniger Raum und Zeit überdauert, ja, dann wirst du dieses Band nicht trennen können. Das ist vollkommen richtig, da gebe ich dir recht, ja. Aber auch innerhalb dieser Verbindungen gibt es bestimmte Zyklen, die komplett und vollkommen beendet werden dürfen, um die Transformation beider Seelenpartner voranzubringen. Und wenn du dich vielleicht schon lange, ja, in einem Kreislauf befindest, der immer wieder die gleichen Themen nach oben bringt, ja, der dich immer wieder in alte Muster zurückwirft, ja, wo du eben immer wieder spürst, dass dein Gegenüber die gleichen alten Knöpfe bei dir drücken kann, dann ist es Zeit, diesen Zyklus zum Abschluss zu bringen. Ja? Dann muss sich die Energie in diesem Prozess einmal komplett verändern. Denn ihr wisst, wenn man immer das Gleiche macht, ja, immer wieder, wenn das Gleiche, ich sag mal, in bestimmten Kreisläufen sich wiederholt, kann sich nichts ändern. Und dann ist auch die Transformation, also die seelische Weiterentwicklung, blockiert. Ja, weil wenn man immer wieder in der gleichen Wiederholungsschleife landet, wie soll man sich dann weiterentwickeln? Und ich frage an der Stelle, was kommt eventuell im Außen auf dich zu? Und da fallen die zwei Münzen. Ich habe das Gefühl, ja, dass du hier noch ein bisschen zwei Herzen in deiner Brust schlagen hast. Auf der einen Seite weißt du ganz genau, sowohl als Botschaft deiner Seele wird dir dies zugetragen und du bist dir auch drüber im Klaren, dass es für dich darum geht, etwas zu Ende zu bringen, was dir nicht gut tut. Aber andererseits, ja, hast du immer noch diese Hoffnung auf Erfüllung. Und da nehme ich jetzt schon wahr, auch die Hoffnung auf Erfüllung mit einem bestimmten Menschen. Wenn es sich jetzt bei dir um eine Partnerschaft oder Wunschpartnerschaft dreht. Denn ich frage hier nach deinen Hoffnungen oder nach deinen Ängsten. Und hier fällt wieder eine Zehnerkarte. Und die 10 Münzen, das ist ja schon diese vollkommene Glückskarte. Also da lebt man in einer erfüllten Beziehung, vielleicht sogar in einer Familiensituation. Man ist materiell gut versorgt, man genießt das Leben, man ist gesund. Ja, also das ist wirklich so der Idealzustand einer Lebenssituation, die du dir wünschst. Und im Zusammenhang mit den zwei Münzen kann ich schon wahrnehmen, und wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir bist, vielleicht ist es so, dass du einerseits zwar genau weißt, ich müsste mich aus dieser Situation, aus dieser Energie befreien, aber ich möchte es mal so ausdrücken, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja? Du hast vielleicht immer noch dieses tiefe Wissen oder dieses sichere Gefühl in dir, dass sich hier noch was ändern könnte. Und
das bringen diese zwei Münzen so schön zum Ausdruck, ja? Ich habe so den Eindruck, an einem Tag bist du dir ganz sicher, dass du es jetzt schaffst, hier etwas zu beenden. Und zwar endgültig, einen Zyklus endgültig zum Abschluss zu bringen. Und am nächsten Tag könnte dann vielleicht auch, ja, das möchte ich gar nicht ausschließen, von außen etwas zu dir kommen. Also vielleicht bekommst du sogar eine Nachricht von jemandem oder du siehst etwas, was dich an gemeinsame Zeiten erinnert oder du hörst ein bestimmtes Lied, was dich wieder in die romantische, sentimentale Schiene fährt. Und dann kommst du wieder so ein bisschen in dieses Grübeln, loslassen oder doch noch dran glauben. Es ist ja auch schwer, meine Lieben, ja? Ich verstehe euren Konflikt. Manchmal, wenn ich so Beiträge auf Facebook lese oder auch YouTube-Videos anschaue, dann muss ich mich selber fragen, wenn ich jetzt hier gucke, ja, was soll man eigentlich, ja? Die einen sagen, lass los, komplett, ja, befrei dich, Fokus nur auf dich. Die anderen sagen wieder, wenn du nicht wirklich vertraust und dran glaubst, dann kann nichts passieren. Und deswegen mein Rat, ja, siehe diese 10 Münzen nicht in der Hoffnung auf eine vielleicht doch noch erfüllte Partnerschaft mit diesem Menschen, um den es bei dir vielleicht geht, sondern kreiere diese 10 Münzen für dich alleine und hol dir deine göttliche Mannschaft ins Boot. Ja? Denn es gibt einen sehr schönen Ausweg oder auch einen friedenstiftenden Ausweg aus diesem Dilemma loslassen oder vertrauen. Lass alle Anstrengungen los, jemanden anderen in dein Leben zu bringen. Ja? Jegliche Anstrengungen. Dazu meine ich auch, dass du dich zum Beispiel absichtlich nicht meldest, in der Hoffnung, der andere kommt dann auf dich zu. Ich meine jegliche Anstrengung. Lass alles los, was dem Zweck dienen würde, jemand anderen in dein Leben zu bringen. Und dann vertraue darauf. Und da darfst du dann auf deine göttliche Führung, auf Gott, auf deine Mannschaft, auf Jesus, wer immer es für dich ist, ja, vertrauen, dass genau das in dein Leben finden wird, ja, was du brauchst. Wir erhalten nicht immer das, was wir wollen, aber wir erhalten immer das, was unsere Seele braucht, um sich weiterzuentwickeln, und zwar hinein in deine Kraft. Und wenn du diese 10 Münzen als Stellvertreterkarte dafür nimmst, ja, passt ja auch wunderschön hier zur Königin der Münzen als Gesamtenergie, wirklich zu sagen, ich kümmere mich um meine Münzen, ja, ich bin Gold, ja, unser Mantra, ich kümmere mich um alle Bereiche meines Lebens, ich schaffe mir einen schönen Alltag, ich kümmere mich um meine berufliche Geschichte, ja, lebe ich wirklich meine Berufung oder kann ich etwas verändern, ja, um mehr Spaß an meiner Arbeit zu haben? Wie sieht's aus mit Freundeskreis, mit familiären Bindungen? Kümmerst du dich gut um dich selbst, um deine eigene Gesundheit, um dein Wohlbefinden, ja? Sorgst du gut für dich? Wenn du das zu deiner Hoffnung machst und deinen Fokus darauf legst, ja, und dann vertraust, dass genau das zu dir finden wird, das dann auch mit dieser energetischen Schwingung, ja, in Resonanz geht, kannst du nichts verkehrt machen. Und dann brauchst du dir diese belastende Frage, ob du jetzt loslassen sollst oder immer noch dran glauben sollst, ja, die sich viele von euch stellen, brauchst du dir dann nicht mehr zu stellen. Weil wenn du dich gut um dich selbst kümmerst und dein eigenes Seelenwohl an erste Stelle setzt, und nichts mehr unternimmst, um einen Menschen, sei es jetzt jemanden, der bereits in deinem Leben ist, oder auch einen ganz neuen Partner, in dein Leben zu ziehen, im Sinne von, ich unternehme Schritte, damit jemand auf mich zukommt oder damit sich die Energie des anderen verändert. Ja? Das wird nichts. Das wird nichts. Das darfst du komplett sein lassen und loslassen. Aber du darfst den Fokus auf dich selbst richten, ja,
für dich selbst das Optimale tun, um dich energetisch in eine Schwingung zu versetzen, die dann im Außen automatisch mit den Situationen und den Menschen in Resonanz geht, ja, die deiner ebenbürtig sind. Und ich sag's euch ganz ehrlich, gerade in diesen Wunschpartnerschaften, wenn ein Teil so quasi sich weiterentwickelt, an sich arbeitet, ja, energetisch transformiert, passiert es eben, dass zu einer bestimmten Zeit die beiden nicht mehr in Resonanz gehen. Denn wenn der andere noch in dieser niedrigeren Energie, die oftmals sehr ego-basiert ist, quasi stehen bleibt, wie soll denn dann Resonanz entstehen? Ja, wie soll Resonanz entstehen? Und es ist nicht deine Aufgabe, dich auf das niedrige Schwingungsniveau von deinem Gegenüber zu begeben, sondern es ist deine Aufgabe, in dem hohen Schwingungsniveau zu bleiben. Und wenn dein Gegenüber ebenfalls diese Transformationsaufgabe annimmt, ja, wenn er oder sie es schafft, das Ego beiseite zu stellen, das Herz zu öffnen und wirklich ebenfalls daran arbeitet, das Schwingungsniveau zu heben. Und es muss nicht bewusst sein. Ja, ihr könnt jetzt sagen, ja, wie soll denn mein Gegenüber draufkommen, dass er sein Schwingungsniveau heben muss? Ja. Nein, nein, es passiert unbewusst. In dem Moment, ja, wo ein Mensch spürt, dass sein Herz eigentlich etwas anderes will, was das Ego ihm oder ihr vorgibt, gibt es nur genau zwei Möglichkeiten. Entweder das Herz wird komplett ausgeschaltet und unterdrückt, dann verharrt der Mensch im Ego, dann würde er aber niemals mit dir in Resonanz gehen. Ja, solange du in der Transformation steckst und die meisten, die hier zuschauen, diese Videos anschauen, stecken ja in der Transformation. Oder es gibt eben die Möglichkeit, dass sich die Seele für diesen Weg der Herzöffnung entscheidet. Und dann wird diese Herzenergie immer stärker und irgendwann überwiegt die Herzenergie und das Ego wird in den Hintergrund gedrängt. Und dann kommt er oder sie auf dein Schwingungsniveau und dann gibt es auch wieder Resonanz. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklären können, ja. Aber das ist hier einfach Thema von diesem Vollmond. Deswegen auch die Waage, ja. Solange einer hier unten ist und der andere hier oben, gibt es kein Gleichgewicht. Ja, aber es ist nicht deine Aufgabe, dich hier unten aufzuhalten. Du bist doch schon woanders. Du hast doch die Möglichkeit und dafür liegt ja der Tod hier. Ja, der Tod kommt. Ich habe an der Position gefragt, wie gehst du raus aus dieser Vollmondphase, aus dieser Vollmondenergie? Und du gehst transformiert raus. Du konntest hier was loslassen. Du konntest dich befreien. Das sagt mir das ganz, ganz deutlich. Du hast eingesehen, dass bestimmte Gedankenmuster, das Festhalten an bestimmten Vorstellungen, wie sich etwas zu entwickeln hat, ja, nicht mehr tragbar sind. Du hast was gehen lassen, so erscheint es mir. Und weißt du auch was? Den Teufel. Schaut mal die geistige Welt. Ich habe gefragt, welchen Rat gibt dir die geistige Welt für diese Vollmondphase? Und da fällt der Herrscher und der Teufel, ja. Und da kommt mir wirklich nur ein einziger Satz in den Sinn. Werde der Herrscher über den Teufel. Diese Energie zusammen ist sehr, sehr dominant. Ja, man könnte jetzt natürlich diese Karten auch so deuten, dass man sagt, die geistige Welt warnt dich hier vor einem Herrscher, das heißt vor einem Menschen in deinem Leben, der eine unglaubliche Gewalt, emotionale Gewalt über dich hat, ja, der sozusagen absolut in der Lage ist, deine Knöpfe zu drücken, der deine Stimmung von 100 auf 0 katapultieren kann, durch eine Nachricht, durch eine SMS, durch ein Ignorieren deiner Nachricht, ja. Wenn es so jemanden in deinem Menschen gibt, lasse ihn los, beende den Zyklus. Aber die Karten sagen mir eher so jetzt von der Intuition her, dass es deine Aufgabe ist, Herrscher über den Teufel zu werden. Ich meine, das ist so oder so der Fall. Ja, selbst wenn jetzt die geistige Welt mit diesen beiden Karten tatsächlich einen Mann meint, ja, der sehr, sehr dominant ist, vielleicht sogar manipulativ. Ja, mir kommen hier auch Begriffe wie Narzissmus in den Sinn. Ja, also das sind zwei gewaltige Karten, wenn man sie zusammennimmt.
ja, dann ist es ja auch wichtig, dass du die Herrschaft über diesen Teufel gewinnst. Und das sagt ja der Herrscher hier, ja, diese Energie müsste dann natürlich auch für dich gelten, weil ohne diese Klarheit, ohne diese absolute Konsequenz auch, wirst du einen Teufel nicht besiegen können. Und wenn es jetzt unter euch tatsächlich jemanden gibt, der es vielleicht mit so einer Person zu tun hat, also wirklich mit einem Menschen, der schon vielleicht auch narzisstische Züge hat, ja, mit jemandem, ja, den ihr euch vielleicht sogar in gewisser Weise ausgeliefert fühlt, ja, dann ist es äußerst wichtig und wirklich eine Minute vor 12 hier die Handbremse zu ziehen und dich zu befreien, ja. Denn der Tod ist eigentlich eine sehr, sehr gute Karte in dieser Legung, der uns zeigt, du hast die Kraft dazu, du schaffst das, aber du musst es wollen. Denn wie gesagt, bei den 8 Schwertern ist auch so immer so ein bisschen diese Opfermentalität mit angesprochen, ja. Dass man sagt, es ist halt so und wenn er sich meldet, dann bin ich halt gleich wieder oben auf und es lässt mich so gut fühlen und dann schreibe ich ihm so und dann antwortet er nicht mehr und dann falle ich wieder ins Jammertal der Tränen, ja. Werde dir deines Wertes bewusst, das ist so wichtig und es passt aus dem Deck Feuerherz und Flügelschwert wunderschön die Klärungskarte hier zur Gesamtenergie. Ich habe gefragt um eine Karte, es sind 78 Karten, eine Karte gebeten, ja, die uns noch einen zusätzlichen Impuls zu dem Reading gibt. Und es fällt der König der Schwerter. Und ich lese euch mal vor, was auf der Karte steht. Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nur, wenn er offen ist. Benutze deinen Verstand, erhebe dein Schwert und durchtrenne hier deine Fesseln. Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nur, wenn er offen ist. Und gerade in solchen toxischen Situationen, wenn man wirklich sich noch in emotionaler Abhängigkeit befindet, ist einfach der Geist manchmal fast wie nicht vorhanden, ja. Man fühlt sich dann fast wie fremdgesteuert, wenn dieser Mensch etwas tut, was deine Knöpfe drückt. Und da darfst du erkennen, dass es hier nichts mehr gibt, was du noch tun müsstest, um an der Situation etwas zu verändern. Die einzige Möglichkeit, dass sich diese Energie transformiert, ist das Ende dieses Zykluses. Und ich habe euch jetzt extra nochmal die Unterseite des Decks zeigen wollen, weil die auch passender nicht sein kann. Hier fallen nämlich die 5 Münzen und da heißt es auf der Karte, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Wenn das Pferd tot ist, steig ab. Das bedeutet so viel wie, wenn du an dem Punkt angelangt bist, wo du wirklich merkst, ja, dass dich hier eine Energie gefangen hält, die dich belastet, die dir deine Lebensfreude und Lebenskraft raubt, dann gibt es für dich nur diese Möglichkeit, die dir deine Seele schon vorschlägt, nämlich diesen Zyklus hier zu Ende zu bringen. Gewaltige Energien, meine Lieben, für diesen Vollmond. Donnerwetter, sage ich da. Schaut euch die Karten an. Herrscher, Teufel, Tod und Welt in einer Legung. Ganz klar, es darf etwas zu Ende gehen, was dich blockiert in deinem Leben. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr diese Vollmondenergie dafür nutzen könnt, dass ihr die Portaltage dafür nutzen könnt. Sucht immer wieder die Verbindung zu eurer göttlichen Mannschaft, zu euren göttlichen Helfern. Ja? Kreiert diese 10 Münzen für euch selbst. Und werdet euch bewusst, ihr habt nur das Beste verdient. Und alles, was euch in eurem Leben blockiert, zurückhält, klein machen will, ja, das darf gehen, damit wir befreit in den Frühling kommen. Ich danke euch für euer Zusehen, ich danke euch für eure Kommentare und natürlich für jeden Energieausgleich, der für meine kostenlose Arbeit hier auf YouTube bei mir eingeht. Fühlt euch bitte von Herzen gedrückt, ich bin euch da sehr, sehr dankbar und ich bin gespannt, wie sich die Vollmondenergie auswirkt.
Ich freue mich immer, eure Kommentare zu lesen und wünsche euch wirklich für diejenigen, für die das jetzt stimmig war, dass ihr den letzten Teufel, den es noch gibt für euch, hinter euch lassen könnt. Denn ohne Teufel startet sich's besser in den Frühling, meine Lieben. Ja, ich sende euch ganz liebe Grüße und bis bald. Eure Uli.